Grüß euch miteinander, da sind wir wieder. Heute haben wir noch bei mir in der Kuchel, in der blauen Traube, also nicht bei mir daheim. Und ich habe einen sehr netten Gäste bei mir da. Und wir werden heute mal ein sehr sommerliches Gericht machen. Und zwar sind das Fusilloni mit einem Zucchini-Pesto und einer Schafsricotta. Da kommen ein paar Mandeln rein, Pinoli, Petersilienblätter, Basilikum, Minze natürlich nicht um ein Mojito zu machen, sondern um ins Gericht einzutieren. Den Mojito werden wir noch heute auf Nacht noch trinken. Und dann legen wir auch schon gleich los. Da haben wir zwei Schalotten und eine Knoblauchzehe. Und die werden wir jetzt einmal zusammenschneiden. Machen wir mal eine Pfanne. Da tun wir jetzt ein bisschen Olivenöl rein und noch die fein geschnittenen Schalotten mal drauf ein. Da kann man ein bisschen Olivenöl, kann man ruhig ein bisschen reintun. Das gibt natürlich auch ein bisschen Geschmack. Und da die fein geschnittenen Schalotten. Also da braucht es schon ein bisschen Übung, aber die hat man eigentlich gleich einmal zusammengekocht. Das ist eigentlich kein Ding. Und wenn die so fein geschnitten sind, muss man auch immer ein bisschen aufpassen, dass sie jetzt auch nicht verbrennen. Dann tun wir mal einen kleinen Ding noch machen. Feine Platten schneiden rein. Nicht zu viele. Und gleich so einen halben, ob ihr gesehen. Und dann ein bisschen dazu. Und dann tun wir noch ein bisschen parfümieren. Also der soll jetzt nicht unbedingt zu viel braten. Wichtig ist gleich bei Zwiebeln zum Beispiel, dass er weich ist. Also dass er noch mixt. Dass er das jetzt nicht, bei Zwiebeln ist relativ schwer zu mixen. Also dass er ein bisschen wach wird. Und da kommt bei jetzt schon gleich eigentlich die Zucchini ins Spiel. Und zack. Und zack. Und die mache ich gleich mal halbieren und dann einfach ein bisschen fein Blätter durchschneiden. Die Pfanne heiß machen. Und da tun wir jetzt noch einmal ein bisschen ausschießen, die Pfanne, also richtig ein bisschen heiß machen. So, dann schauen wir auf, dass ja nichts Farbe kriegt, denn, weil hell war jetzt da ganz schlimm. Daheim kriegst du noch gleich Überhand, kriegst du noch gleich geschmacklichen Überhand, also schmeckt mir die Zucchini noch nicht mehr so viel außer. So. Ja. Und da auch die Zucchini keine Farbe. Und da tun wir jetzt eigentlich gleich schon Vollgas aufschalten und mit ein bisschen Wasser das ablöschen und das jetzt so schnell wie möglich weich garen. Also das soll jetzt schnell gehen, weil sonst verliert die Zucchini die Farbe und das ganze Pesto wird in die Maschine gehen. Also das ist relativ schnell und zügig, das Wasser ein bisschen reduziert, dass der Pesto auch nicht so flüssig wird. Und da hat man auch die schöne Farbe von der grünen Zucchini drin, aber die Farbe kommt natürlich noch auch für die Basilikumblätter, Petersilie und ein bisschen Minze ist auch drin. Die ganzen Fleisch noch ein bisschen salzen, weil Salz bewirkt natürlich auch, dass die Farbe ein bisschen enthalten bleibt. Also Salz fördert, dass es grün bleibt. Säure hingegen mache ich umgekehrt, wenn ich jetzt pro Säure mit habe, wie Zitronensäure, Essig und so weiter, dann darf man gleich sehen, dass alles komplett grau wird. Also ich auch keine Säure dazu erzählen, das soll ich nicht. Und dem müssen jetzt eigentlich ganz klar sein, wenn man ein bisschen einen starken Mixer daheim hat, dann kann man das eigentlich gleich im Mixer schmeißen, gleich alles mixen und nachher ist das eigentlich gleich ein schönes Püree. Warte nur, dann das alles im Mixer rein. Nachher geht es jetzt weiter und da haben wir jetzt ca. 5 Basilikumblätter drin. Natürlich gibt es jetzt natürlich einen guten Geschmack und natürlich auch ein bisschen für die Farbe. Noch 5-6 Petersilienblätter ohne Stiel.
Das gibt auch einen guten Geschmack ins Wärzepinot und kriegt, unterstützt ein bisschen das Erdige, was wir da drin haben möchten. Also, und wie gesagt, die Farbe wird auch schöner. Also, so. Und was wir jetzt noch rein tun, ist ein bisschen Peperoncino. Das ist für ein bisschen einen gewissen Pfiff, was wir auch wollen haben da drinnen. Also, wer es scharf mag, ein bisschen mehr, was weniger scharf sagt, ein bisschen weniger. Aber für heiße Tage Peperoncino. Peperoncino tut eigentlich kühl. Also, das ist eigentlich der Gegensatz: der Körper schwitzt und durch das Schwitzen tut der Körper wieder abkühlen. Also, schau, wie gesagt, man muss an heißen Tagen ein heißes Getränk trinken, nicht ein kaltes Getränk, weil ein kaltes Getränk wärmt den Körper auf und ein warmes Getränk kühlt den Körper ab. Also, das ist schon genau der Gegensatz. Ein paar Minzeblätter. Und Pinoli natürlich. Also Pinoli ganz klassisch zum Pesto. Die tue ich jetzt auch wiederum nicht anrösten. Also für einen klassischen Pesto Genovese, also tut man die Pinoli-Kerne ein bisschen anrösten, dass sie ein bisschen Geschmack kriegen. Dort tun wir sie nicht, weil wir wollen ja einen Zucchini-Geschmack drin haben und nicht Pinoli-Geschmack. Also das ist wichtig auch, dass man da noch ein paar dazu tut, dass so ein bisschen den Geschmack kriegt. So. Ich bin eh Pinoli-Fan, also deswegen mag sie ganz gern. Und nachdem wir das jetzt alles ganz, ganz gut durchmixen. Und da tun wir jetzt circa noch 100 ml Olivenöl einmontieren. Wunderbar. Gewaltig. So, jetzt geben wir das in der Schüssel raus. Das jetzt ist ja relativ wichtig, dass man das jetzt relativ schnell verarbeitet, weil natürlich dadurch, dass es warm ist, verliert es schnell einmal die Farbe. Sollte man es vormachen wollen und für den nächsten Tag aufbewahren wollen, ist es am besten, dass man es in einem flachen Gefäß rausstreicht und gleich in den Kühlschrank gibt, dass es gleich auskühlen kann, dann bleibt die Farbe erhalten. Also, aber wenn man das jetzt so wie mir gleich hernimmt, dann ist es eigentlich kein Problem, wenn man das jetzt gleich kurz da stehen lässt. Und dann werden wir jetzt gleich auch schon die Nudeln weiter kochen. So für eine Portion reicht man ca. so 110, 120 Gramm, ist so eine Portion. Und das machen wir natürlich heute. Die Schonerseits ist auch gut, dass man das, wenn man jetzt sagt, man, wenn man das jetzt leicht so Augenmaß ins Wasser schmeißt, hat man entweder ein paar Nudeln übrig. Das ist erstens einmal ist das einfach gleich. Schmeißt man halt wieder mal etwas weg und es ist allem wichtig, dass man einfach das genau macht, dann hat man keinen Abfall und natürlich ist das auch so für Zero Waste, wie wir das auch da betreiben, ist das natürlich auch sehr wichtig, das lerne ich auch in unserem Küchen, im Service, dass wir da auch mit Zero Waste arbeiten, das ist wichtig, einerseits logisch, große Wichtigkeit, dass, einfach nicht die, dass das Produkt nicht entwertet wird und zweitens natürlich auch wegschmeißen ist allem schlecht. Dann seife ich mir die Nudeln jetzt ab. Also mit allem so, die Kochzeit, was auf der Packung für die Nudeln oben steht, ziehe ich in 5 Minuten ab. Und dann tue ich die abseifen, also die hat jetzt 13 Minuten gebraucht und die kocht dann jetzt 8 Minuten. Dann nehmen wir jetzt einen Töpf rein. Ein bisschen Kochwasser dazu. Und den jetzt ein bisschen einreduzieren. So tut man da Risottare, also wie man ein Risotto nochmal die Nudel im eigenen Kochwasser und dem Geschmacksträger nochmal ein bisschen gar ziehen. Also da das ist es so, da, dass es schön cremig wird, dass nochmal das Mehl von der Nudel auskocht und durch den Semmel werden sie noch schön cremig. Dann gehen wir noch von unserem wunderbaren Besser dazu. Auf den Dunkeln. Schön ein bisschen viel, dass es schön cremig wird. Nochmal
einen Schuss vom Efenöl einmontieren. So. Kosten. Salz. Kleine Prise Zucker, um die Zucchini zu unterstützen. Wir haben schöne Schoffe gehabt, glaube ich. Also so kleine. Nachher tun wir frische Mandeln, ungeschält. Jetzt haben wir so eine Mandel pro Teller. Dann nehmen wir uns die Freiheit, nachher ein paar Basilikumblättchen auch jetzt auf den Spitzeln. Da hat man unsere Fusilloni mit Zucchini-Pesto, Schafsricotta, Mandeln und Basilikum. Ein gewaltiges Gericht für den Sommer. Freut mich, wenn es nachkochen tut. Und vielen Dank fürs Zuschauen.